Was ist denn jetzt passiert? Also wir waren jetzt auf unsere Kundgebungsort, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir sind so mit 70 Leuten hier angekommen, wollte jeder mit der Einsatzkarte zur Messe, weil wir einfach meinen CO2-Fußabdruck hat jeder bei uns in der Tasche. Und wenn ich schon nach München fahre, dann kann ich die eine Veranstaltung mit der zweiten verbinden. Wir haben ja Praktiker und Handwerker. Und mein Mann hat uns den Zutritt verwehrt zur Messe, weil wir Veranstaltungsteilnehmer sind, auf der Veranstaltung, auf dem Platz, wo sie zugewiesen sind. Ich habe da kein Problem damit. Ich glaube, die Messeleute halten da auch kein Problem. Die Instruktionen sind wahrscheinlich gekommen vom Sicherheitsdienst von ABEC. Und da stelle ich mir schon die Frage, ich verstehe es, dass es extreme Leute gibt, aber wenn ich jetzt uns anschaue, unseren Kreis, wer bei uns extrem ist oder wer uns verfolgt in die Social Media Kanäle, uns ist keine extrem, ob links oder rechts extrem. Und die Anweisung war einfach, diese Leute nicht in die Messe zu lassen. Ich meine, du siehst einfach, dass unsere obersten Minister eigentlich Angst haben vor dem Mittelstand. Und das gibt uns schon zum Denken. Und das gibt, ich habe jetzt überhaupt kein Problem, da nicht reinkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe wieder zurück, weil ich fühle mich bei denen Leuten wohl, wo mit mir dabei sind. Weil das ist der normale Mensch und ich weiß, da fragt, wenn mir jetzt da irgendwas beim Hintergrund passiert, da fragt nicht einer, was kriege ich jetzt nicht in Hilfe, sondern wir helfen einfach. Und gut, wenn es vor denen Leuten Angst haben, dann bestätigt mir das immer mehr in unserer Arbeit. Und ich hoffe über unsere Kanäle, da wir das Vibe verbreiten können, dass wir sehen, wie weit da mal ich kann. Echt traurig.